Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Tarisana. Weiter geht's hier in der Geschichte in Beutebucht und zwar mit Captain Hackleberry Spots. Braucht ihr etwas? Der haben wollte, dass wir Fleisch und einen Portwein besorgen. So, ein riesiges Bankett. Wir werden viel Essen brauchen, Tarisana. Unser Ziel ist Quantität, nicht Qualität. Aha, okay. Gut, das war doch nicht teuer, oder? Hier nehmt ein paar Münzen als Entschädigung. Und jetzt legen wir mit meiner Rache los. Einverstanden? Okay. Riesenportionen erwünscht. Nehmt das Essen und legt es in unser altes Rettungsboot südöstlich von hier an der Küste. Wenn die Gulasch das ganze Essen riecht, wird er angerannt kommen. Und dann erwartet ihn bereits eine beherzte Schurkin, die seinen Kadaver zurück in die salzigen Tiefen schleudern wird. Seid vorsichtig. Gut, wenn du meinst, dass ich das so tue, dann mach ich das. Wo muss ich jetzt hin? Ja, okay. Okay, warte mal, wir werden das probieren. Nein, nicht aufs Mammut, sondern auf den Wasserläufer hier. Legolasch, also warte mal. Hä? Oh, ups, was mache ich denn jetzt hier gerade? Finde den Verfasser erst, wenn man will. Ach so, die Aufgabe. Okay, warte mal. Ich muss näher ran. Stabile Kiste. Oh, wir haben einen Büffel abgereicht. Und Streitkolben zweihändig. Hm, okay. Das, guter Junge, okay, das war jetzt so nicht richtig klar von mir. Dass ich den Typen hier. Ich wünsche was zusammen. Das ist die ganze Zeit. Oh mein Gott. Ein alter Seebär. Okay, warte mal. Dann muss ich das machen. Diese alte, verwitterte Münze wurde bei der Leiche des Piraten guter Junge Bruce gefunden. Auf der Vorderseite ist das Abbild eines großen, unbekannten Piratenschiffs eingeschnanzt. Auf der Rückseite der Begriff Mannschaft der Trümmerflut. Oh, Trümmerflut, okay. Jemand, der schon lange im Piraterie-Geschäft ist, konnte wissen, um was es sich bei dieser Münze handelt und was sie bedeutet. Okay. So, die Blutsegelbukaniere. Oben auf dem Fass findet ihr eine Karte mit einigen hastig geschriebenen Worten und einigen Münzen. Blutsegelverrat. Auf der Karte hat jemand ein rotes X im Beutebucht eingezeichnet, genau dort, wo ihr gerade steht. Daneben hat jemand gekritzelt, erreicht euren Kommandoposten hier und wartet ab. Der Flottenmeister wird sich bei euch melden, wenn die Zeit reif für Taten ist. Ich übertrage Leutnant Bruce hier das Kommando. Dieses Mal wird alles anders sein. Dieses Mal werden wir Beutebucht endgültig erobern. Oh, oh, der gute Bruce. Nein! Au! Scheiße! Die Karte wird von einem Dolch gehalten, der mitten in der Bucht steckt. Okay, das haben wir jetzt mal. Eigentlich... Boah, Hilfe! Lass mich doch alle immer... Lauf! Lauf, Forrest! Lauf! Lauf! Ah, jetzt bist du nach vorne gebeugt. Das muss man nicht unbedingt verstehen, oder? So, dann werden wir jetzt hier mal zurückschalten und diesen riesen Legolasch kaputt machen. Und dann werde ich wohl hoffentlich dran denken, dass ich auf die andere Insel da gehe und die Kuhdame da wieder befreien. Ich gebe natürlich mein Bestes. Um es nicht zu vergessen. Fällt mir so gerade ein, ich sollte dann auch irgendwann mal nach meiner Wäsche wieder gucken. Schwarm, Meeresfische. Ah, okay. Wir haben hier einen Legolasch. Der ist eh schon tot. Macht nichts. Wir holen dich einfach nochmal. Ah, das ist auch ein Pandarenschurkin. Okay, legt Lebensmittel da rein. Legolasch. Ich rieche Essen. Ja. Da riechst du richtig. Hm.
schieße. Alter, ich dachte, der kommt schneller hierher. Dass es so langsam ging, habe ich mich wusste ich gar nicht mehr. Da, 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 da. Was? Ah, ein Schmaus. Wer hat das hier gelassen? Junge! Ich hab das gemacht. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Achso, warte mal, vergesse ich das schon wieder fast. Eieiei. Okay, das hätten wir schon erledigt. Hm, gut, hier. Eine Muku. Liebe Muku, Prinzessin. Ah, ich habe euch erwartet. Ja, ich weiß, du erwartest jeden. So, seid ihr gekommen, mich zu befreien? Eventuell. Der Schutz ihrer königlichen Hoheit, Prinzessin Poba. Diese teuflischen Dschungelkatzen umkreisen mich bereits seit einiger Zeit. Ich beobachte sie so gut ich kann, aber sie scheinen dann im Gras zu verschwinden. Hört, wie sie knurren und zischen. Versteht mich nicht falsch. Ihr sollt mich immer noch retten, aber beseitigt zuerst diese Katzen. Ich muss nicht gerettet werden, wenn ich danach als Abendessen esse. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Schon gut. Hm. Ah. Ich hoffe, dass wir uns das gleichzeitig wegnehmen. Komm her, Schurke. Komm, du hast sicher gesehen. Komm, hau hier mit drauf. Hau hier mit drauf. Ein anderer. Oh. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich dachte, du bist der Schurke, der vorher hier war. Der Pandaren-Schurke, wenn man hier war, doch auch irgendwo. So ein Katzi-Dazi. Ah, Katzi-Dazi. Katzi-Dazi. Ich bin außer Reichweite. Ein Katzi-Dazi. Oh, da ist auch ein kaputtes Katzi-Dazi. Das heißt, wir müssten noch zwei fehlen. Oder auch keins mehr. Da, 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 da. Okay, da holt sich jetzt noch das Erz. Ich muss näher ran. Ich habe ein Ziel. Gut, dann geht's auf zurück. Der ist sowieso schneller unterwegs, gell? Weil mir immer noch zwei Level fehlen. Das ist so beschissen. Friede sei mit so, euch. Und das seid ihr ja endlich. Ich hatte schon befürchtet, ich würde gefressen werden, bevor ihr von der Jagd zurückkehrt. Eine Prinzessin im Magen einer Katze, wäre das nicht eine vornehme Beute? Sehr klar.
Behaarte Diebe, ich verstehe ja, dass ihr mich retten wollt, aber der richtige Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Zuerst benötige ich etwas von meinem Besitz. Die Gorillas und Affen auf der anderen Seite der Insel haben das meiste davon gestohlen. Ich brauche meine Tiara, mein Zepter, meine Pantoffeln und mein Tagebuch. Dann bin ich bereit zur Abreise. Was? Seht mich nicht so an, als wäre ich irgendeine Verrückte. Ihr versteht nicht, was es bedeutet, Prinzessin zu sein. Habt günstige Winde. Da hast du recht, ich verstehe es nicht. So, wo ist jetzt der andere Schurke? Ich wäre ganz cool, wenn wir das irgendwie gemeinsam machen könnten. Kriege ich da auch noch was ab? Ja. Okay. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Der will nichts mehr. Der hat anscheinend schon alles. Ich brauche ein Ziel. Der hat wirklich schon alles. Ich glaube, die Spinne. Zepter, jetzt fehlt dir noch eine Sache. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das kriege ich noch nicht. Und dann brauchen wir den großen Gorilla. Und da ich alles durchlese, werde ich jetzt wahrscheinlich nachher was tun. Ich habe kein Ziel. Echt jetzt? Ja, das dämliche Tagebuch. So, du kriegst jetzt selber auch mal aufzumachen, dass ich... Tagebuch! Oh. Was braucht es so lange? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Oh, wir haben ihn fürs Tagebuch bekommen. Wahnsinn. Ich muss jetzt sicher gefühlt doppelt so viele Mobs töten wie der andere Schurke. Ja, so viel dazu, wie die Drop-Chance so ausschaut bei dem einen oder anderen. Ne? Naja, gut. Ihr wollt sprechen? Ich zittere bei dem Gedanken an das, was Mukla mit mir vorhat. Poba betrachtet ihren Besitz. Es scheint alles da zu sein. Also gut, dann bin ich bereit, gerettet zu werden. Klaas Ende, Tarisana. Ich setze all mein Vertrauen in euch. Befreit mich. Der große Himmelsmännenkönig Mukla hält mich gefangen. Er herrscht über die wilden Tiere auf der Insel. Mit Hilfe dieser Fessel halten sie mich hier gegen meinen Willen fest. Wenn es euch gelingen sollte, ihn zu töten und den Schlüssel zu dieser Kette zu finden, würde ich tief in eurer Schuld stehen. Ich höre ihn oft an der Südostseite der Insel, aber seid bitte vorsichtig, nehmt ihn nicht auf die leichte Schulter. Geht mit der Erde, Mutter. Mädel, ich bin so gut, ich kann den auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch gesagt und habe dann festgestellt, der haut doch ganz schön rein. Ja, schau. Klar. Okay, schau, sein schon Zwillingsbruder ist schon wieder da. Kann ich den beklauen? Nein. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Genau, da war ja noch was.
was. Ich bin außer Reichweite. So, geht kaputt. Ist kaputt. Das finde ich gut. Gut, weil dann hätten wir nämlich den Teil dieser Insel. Boah. Der Tee ist gerade ein bisschen sauer. Ich glaube, ich habe zu viel Zitronen reingehauen. Für die Menge. So, Prinzessin Poba. Wie kann ich euch helfen? Ich danke meinen Ahnen, dass jemand gekommen ist, um mir zu helfen. Habt ihr den Schlüssel, mit dem ich befreit werden kann? Claro, Tarisana. Ihr habt mich vor großer Ehrlosigkeit bewahrt. Wenn es in meiner Macht stünde, würde ich euch einen Platz in meinem Stamm anbieten. Doch leider kann ich euch erst einmal nur diese Kleinigkeit für eure Tapferkeit und euren Anstand anbieten. Das bringt mir nur leider nicht viel. Aber ein bisschen Kohle. Lebt wohl. Lebt wohl. Ja, lebt wohl. So. Also muss ich mal gucken. Ja, neu passt. Das ist eigentlich ganz gut. Ne? So. Für die Vorlage wird Stufe 80 vorausgesetzt. Und jetzt kann ich hier nicht mehr drüber laufen, weil du Affe... Nein, nicht Affe, an dem ungültiges Ziel. Du doofe Katze. Achso, warte mal, die kann ich erst... Okay. Die alle habe ich nicht. Was soll ich denn hier verhindern? So. Achso, wir hätten eigentlich schon wieder einen Ruhestein verwenden können, ne? Ja, blöd gelaufen. Jetzt brauche ich eine Ruhestein auch nicht mehr verwenden. Ich bin so froh. Jetzt fällt mir gerade ein, habe ich überhaupt mit Dingen schon das Reiten erlernt? Mit Polina? Die ist ja jetzt auch schon über 40. Oh! Ich glaube, ich habe drauf vergessen. Wäre ja nichts Neues. Und hier werden wir zumindest noch Stufe 39 erreichen, ob wir Stufe 40 auch noch erreichen. Das wäre halt irgendwie... Wäre ganz cool, aber ich glaube nicht, dass das gehen wird. So, hat gegrüßt. Hier, ja. Kann ich euch helfen? Sieht doch cool aus. Ja, passt. Riesenportion erwünscht, genau. Ich kann mein Glück kaum fassen, Tarisana. Mein Glück hat sich zum Besseren gewendet, seit ich euch getroffen habe. So viel ist sicher. Sollte ich ein neues Schiff bekommen und solltet ihr je auf See gehen wollen, dann werdet ihr mein Ehrengast sein. Ja. Und wir haben Stufe 39 erreicht. Gut. Mokrasch, der Spalter. Mokrasch, der Spalter ist der letzte Riese und der größte, wenn ich mich recht entsinne. Größer als eine Welle im Orkan. Mit einem Bart wie ein Tangwald und einem Hammer mächtig wie eine Eiche. Er verhöhnt mich von der Janeiro-Spitze der Insel kurz vor diesem Pier. Nur wegen ihm sitze ich immer noch hier, fest und friste mein Dasein als Landratter. Wenn ihr schwimmen könnt, dann macht euch auf den Weg zur Janeiro-Spitze und tötet Mokrasch. Seid vorsichtig, Tarisana. Mokrasch wird sich nicht so leicht geschlagen geben, wie seine Schönen Mutter. Tag auch. Nee, davon gehe ich auch nicht aus, aber ich bin der Überlegenere. So, euer Ruf der Fraktion Blutsegelbukaniere hat sich verschlechtert. Ah, okay, schau, wir haben sogar zwei Leute, die da angreifen. Das ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Dankeschön, dass wir den gemeinsam erledigt haben.
auf der Seite komme ich ja nicht hoch. Ich komme da drüben hoch. Macht aber auch nichts, weil auf dem Weg darüber habe ich eben ein paar Quests zum Abgeben. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Also erstmal hier hoch. Dann. Nein, nicht hier rein. Ah! Wo muss ich hin? Ah, okay, ich glaube, ich muss da hoch. Genau, Flottenmeister Seehorn. Was führt euch hierher? Was habt ihr da, Blutelfe? Lasst mal sehen. Hier, verwitterte Münze. Ein alter Seebär. Diese Münze, wo habt ihr die her? Bruce? Ja, verstehe. Er gehörte früher den Schwarzmeerräubern an, war einer von uns, bevor Graumähne die Häfen von Geneas schließen ließ und seine Besatzung gefangen nahm. Ich weiß, dass sich die Leute durch das, was in Geneas geschah, veränderten, aber ich hätte nie gedacht, dass sie ihre Loyalitäten wechseln würden, vor allem nicht Bruce. Könnte ich die Mütze vielleicht behalten? Ich gebe euch ihren Gegenwert in Gold. Das ist nicht mal ein Gold. Seid vorsichtig. Aber gut, darfst du behalten. Und wegschmeißen, na toll. Krieg ich jetzt so eine Folgequest von dir? Hallo? Okay. Krieg ich nicht. Das war knapp. Das war sehr knapp. So, was liegt an? Damatkratz. Sicher, also Blutsegenverrat. Sicher erinnere ich mich an euch, Schurkin. Wie ich sehe, seid ihr vom Spähen zurück. Ja klar, der Baron muss davon erfahren. Ich hätte es zuerst abgeben sollen. Beim Klappautermann. Also planen die Blutsegenbukaniere irgendeinen Angriff auf Beutebucht? Diese Schurken haben vielleicht Nerven. Die Schwarzmeerräuber werden Beutebucht niemals preisgeben. Das ist größer, als ich vermutet hatte. Meldet Baron Revelgatz sofort eure Entdeckung. Ihr findet ihn hier im Beutebuch. Bleibt gut drauf! Mach ich dann, aber zuerst werde ich hier noch dem Schiffshaberer das geben, was er will. Captain Hackleberry. Was kann ich für euch tun? Mokrasch, Negolasch, Borlasch. Sie sind alle tot. Jetzt habe ich wohl keine Entschuldigung mehr. Ich kann auf die weiten Meere zurückkehren und wieder plündern und stehlen. Und das alles dank euch. Jetzt brauche ich nur noch ein Schiff. Fürs Plündern und Stehlen habe ich dir eigentlich nicht geholfen. Man sieht sich. Wenn du der Meinung bist, dass das sein muss. So, hier, neu. Aha. Das sieht komisch aus. Aber ist ja wurscht. Achso, nee, warte, das ist die Quest. Dann werden wir da jetzt nochmal hochlaufen. Dann vermute ich nämlich, dass ich den Teil, den ich mit Asumi mehr oder weniger übersprungen habe, allerdings unabsichtlich, in der nächsten Folge dann mit euch zusammen durchleben werde. Mit Tarisana. So. Macht keinen Ärger in meiner Stadt. Der Baron muss davon erfahren. Blutsegelbukaniere greifen Beutebucht an. Das ist nicht das erste Mal, dass dies Gesindel so etwas versucht. Beutebucht ist uneinnehmbar. Hört sich so an, als ob sie eine Taktik versuchen wollen. Ich würde es Firalon zutrauen, etwas Verrücktes zu versuchen. Nun gut, lasst uns herausfinden, was sie jetzt wieder im Schilde führen. Einzelheiten des Angriffs. Ich brauche Details, Tarisana. Wir sind den Blutsegeln hauptsächlich wegen unseres Bollwerks hier in Beutebucht überlegen, aber Informationen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Blutsegelbukaniere haben nur ein paar kleine Lager im Süden errichtet, die sie als Südkommando bezeichnen. Nun, dieses sogenannte Südkommando werdet ihr überfallen, findet ihre Pläne und tötet ihre Männer. Kehrt mit allen Informationen, die ihr findet, zu mir zurück. Okay, das werden wir machen. Das ist dann der Teil. Das sollte sich normalerweise ausgehen. Ja, ich kann zwar nicht so schnell reiten, aber das sollte sich ausgehen. Ah, genau. Hier haben wir auch noch was. Grüße. Ein Auge offen halten. Haltet ein. Wer da? Ich bin so gut wie nutzlos ohne mein verzaubertes Spezialauge. Als ob
es nicht schon schlimm genug ist, dass ich meine Augenpump verloren habe. Aber zum Glück haben wir einen Minetil angelegt und ein reißender Hexer hat ein Spezialauge verzaubert, mit dem ich wieder was sehen kann. Gestern Nacht haben mir ein paar von den blutigen Bukanieren auf dem Weg nach Hause aufgelauert. Die haben mir doch echt mein Auge geklaut. Scheint, als hätten die Burschen Beutebucht gefunden. Könnte einem alten Seebären helfen und mir mein Auge zurückholen? Ziehe den Ehren. Klaro, es ist zufälligerweise auf dem gleichen Weg, nehme ich ganz. Naja, wobei. Na. Jetzt muss ich erstmal da raus. Ah, der Tee ist schon wieder erkaltet. Ugh. Kalter Tee. Grausig. Das ist echt grausig. Okay, aber warte mal, wir haben hier... Das ist wurscht, aber die haben alle das Auge, das ist gut. So, dann werden wir jetzt hier schnell hinschleichen. So. Die Kiste. So. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Räuber, hier, lass dich beklauen. Hier und hier. Haben dich gleich K.O. geschlagen. Genau, so. Pow! Ich war jetzt ein bisschen unüberlegt. Nicht das, was ich machen muss. Aber was soll ich? So. Ihr habt das alle nicht, was ich haben will. Was für ein Mist. Ich hab kein Ziel. Ich hab kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ja, du kriegst ein Ziel. Wir haben hier jetzt erstmal alle kaputt gemacht. Jetzt geht's ja auf den Weg zurück. Wo man immer noch Augen finden kann, eventuell. Augen finden. Schau, hier, die alte Oma. Ich hab kein Ziel. Hochmagus, das sind alles die Sachen, die ich jetzt hier töten muss. Losreiten, losreiten. Wäre toll, wenn sie das Auge auch hätten, gell? Irgendeiner von denen. Der hat sich nicht viel wehren können. Der hat sich echt nicht viel wehren können. So, hier. Ich brauche ein Ziel. Der auch nicht. Okay, da haben wir schon die ersten. Warte mal, den muss ich jetzt erstmal alle hier beklauen. Da beklauen, dann hier beklauen und hier Klopfnuss und dann da beklauen und hier. Nein. Ich muss näher ran. Profi, wer bist du überhaupt? Es ist zu weit entfernt. Ah, okay, du bist so ein... Oh, wie geil! Den habe ich selber noch gar nicht. Oh, wie geil, wie geil, wie geil. Ich muss näher ran. Das Auge haben wir auch. Das ist sehr gut. Den, aha, den kriege ich bei hier nur. Ich wäre dafür, dass ich noch einen bekomme, dann kann ich den verkaufen. So, meine Uhr behauptet, ich muss schon wieder fertig machen. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Ich bin außer Reichweite.
Entschuldigung. Leider nein. Leider nein. So, wir haben jetzt hier noch 2 Seebären, brauche ich. Das heißt, der gehört nicht dazu, aber der ab. Ich habe kein Ziel. Seebär, okay, so an. Zwei Stück. Aber wir nehmen erstmal einen Kack hier rein. Ich brauche ein Ziel. Ich werde hier nochmal meinen zweiten Seebären suchen. Aha, schau, da ist da noch einer. Und dann einfach mittels Ruhestein zurückfliegen. Ich muss näher ran.